Moin Leute, Lego Ninjago Rollercoaster Dragon Pit Week 5. Fünfte Woche. Was ist passiert? Ich habe meine Teile gekriegt. Und zwar, damit ich die Achterbahn endlich mal aufziehen kann. Die Kettenglieder sind gekommen, 200 Stück. War tolle Arbeit, alle zusammenzuklicken. Hatte selber noch irgendwie 40. Und kann jetzt quasi noch unmotorisiert. Aber den Schlitten hochziehen. Und dann fährt das Teil auch rum. Und rastet wieder ein. Das ist ja die Voraussetzung, dass man den motorisieren kann, dass hier die Kette vernünftig läuft. Festgestellt, die Kette muss auch direkt in der Mitte liegen. Und hab mal mit Technikstein. Man sieht das nicht so gut. Provisorisch wird was gebaut, dass die Kette dann auch direkt hier in der Mitte liegt. Die schleift aber noch über die Strebe von der Schiene. Beim großen Rollercoaster ist das ähnlich, aber ich glaube, da schleift die nicht so doll. Und hier oben, da sitzt sie nicht ganz dann in der Mitte, weil ich hier nichts habe, aber die schleift auch ordentlich. Da muss ich mir noch was einfallen lassen. Nicht, dass ich mir irgendwie alle Nasen lang eine neue Schiene kaufen muss, weil die durchgeschliffen ist. Wir haben am Berg noch ein bisschen hin und her gebaut, ein paar Kleinigkeiten ausgetauscht. Hatte mir irgendwie noch nicht ganz so gefallen. Je länger man raufguckt, desto mehr findet man irgendwie Dinge, die einem so Kleinigkeiten, die einen stören. Hab ein paar Steine schon mal daneben gesetzt, um die nächste Reihe hochzuziehen. Und hier habe ich mal die Platten zugemacht und so leicht treppenartig die Plates dahingesetzt, dass der Weg nach oben geht, dass ein bisschen ja, flüssiger alles aussieht. Okay, bis zum nächsten Mal. Bye.